Oho. Nächster Kopf ab. Der Al-Ghul ist schon tot. Alter, lass mich doch auch mal zum Schlag kommen. Huhu. Zack. Das war ein gelungenes Monsterfest. Kleines grünes Mutagen. Das hat sich gelohnt. Hoffe ich doch. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und wir haben den Friedhof gecleant. Warum nicht? Einfach mal in so ein Grab reingehen. Silberplatte. Oh, ist ja herrlich. Neumondhandschuh. Okay. Das hat sich sogar mehr als nur gelohnt, hoffe ich doch. Ja, habt das gemerkt? Richtige Taste. Kritische Trefferchance. Bonus Gold. Alter. Die sind eigentlich durchaus besser. Ich muss mal langsam was verkaufen, ne? Was hatte ich da reingeknallert? Nimm jetzt Axi. Ich glaube, ich hatte da Quen reingeknallt. Ich weiß es nicht mehr. So, nein, jetzt hätte ich bei... Ich habe schon wieder auf den Knopf gedrückt gehabt. Ich hätte beinahe drauf gedrückt. Wisst ihr was, den Weg, den gehe ich zu Fuß. Ich frage mich, wo das Dorf mit den Spinnen ist. Das würde mich jetzt gerne mal interessieren. Man könnte ja meinen, dass das da hinten ist. Ich würde ja fast sagen, es ist da hinten. So wie die Spinnen hier rumlaufen. Aber dann würden hier auch nicht so viele Rehe rumlatschen, oder? So. Nächste Problemzone. Wir haben es gefunden. Das eingesponnene Dorf. Krass. Zack. Arachnomorph. Monster. Und ihr backt euch da oben rum? Sollen wir recht sein. Macht doch, was ihr wollt. Ihr wehrt euch noch nicht mal. Das ist ja cool. Tja, das war mehr als einfach. Ihr habt euer Dorf wieder, meine Freunde. Bin ich nicht großzügig? Nennt mich großzügig. Dadi, dadi. Guck mal, guck mal. Gefahr gebannt. Gefahr gebannt. Der Hexe hat sie erkannt. Dadi, dadi. Haben wir eigentlich neue Bonus? Alter Schwede. 20 Minuten lang die Vitalität. Macht du. Der Bonus an einem Ort, der macht es dauerhaft. Oh. Du bist immun gegen das Wirken von Bomben und Spezialbolzen. Der Bombenschaden ist um 200% erhöht, doch die Anzahl der Bomben auf den Plätzen um 50% verringert.
Jede Defensivaktion erzeugt Adrenalinpunkte. Die maximale Ausrüstungsgewicht wird um 60 erhöht. Da kommt echt viel neues Stuff dazu, muss ich sagen. Mach trotzdem jetzt erstmal hier Igni fertig. Ich will, dass die Leute brennen. Beschwert euch mal nicht. Beschweren sich hier die Leute. Ja, ich glaube, du hast eine Meise, mein Freund. Der nächste Idiot, der behauptet, Hexern wären die Sorgen gewöhnlicher Leute egal. Kriegt meine Faust in die verlogene Visage. kam hier nicht immer ein Händler oder so? Ich bin auf der Suche nach einem verdammten Händler. Ein Kräuterkundler. Vielleicht hat der Grünschimmel. Oh. Ui, guck mal. Kräuterkundler. Ja. Da bist du ja. Brauchst du etwas, Meister? Ja. Willkommen, willkommen. Was hast du denn da? Der hat Schimmel, oder? Das ist ein Hornblatt. Fuck. Mann. Das gibt's doch nicht. Zaunrübe, Schwefel? Hat hier keiner mal ein bisschen... Ups. Hornblatt. Ich kann mich nicht entsinnen, ein Hornblatt zu haben. Nimm bitte das. Das. Habe ich mal ein bisschen aufgeräumt hier. Habe ich was davon noch nicht? Wahrscheinlich habe ich die Hälfte davon nicht, so wie ich mich kenne. Bis dann. Okay. Mann. Also ich glaube, das wird heute ein Running Gag. Okay, was habe ich nicht? Schimmel. Pulver. Was ist das? Büffelgras. Gucken wir mal. Willkommen, willkommen. Was hast du denn? Büffelgras. Du hast doch bestimmt Büffelgras, oder? Bitte sag mir, du hast Büffelgras. Sehe ich hier Büffelgras? Herr, um Himmels Willen. Nein, sehe ich nicht. Nö. Mann! Bis dann. Warum erst morgen kaufen, was du heute schon kaufen kannst? Du hast ja nicht das, was ich brauche, mein Freund. Wofür bist du ein Kräuterkundler, wenn du nicht das hast, was ich brauche? So werde ich mein Geld nie los. Ich habe mittlerweile fast 10.000. Ui, guck mal. Dati. Moment. Geht's nach da oben hin? Kümmern wir uns um die Problemfälle. Die örtlichen Problemfälle. Versteckter Schatz. Oh. Ella, Ella. Cool. Wow. So, da füllt sich mein Leben wieder auf. Verlassene Städte. Oh Gott. Deshalb kommen hier so viele Bühne. Wieso kommen die denn ausgerechnet hier? Halt der Pferd, halt die Klappe. Ich habe gerade hier eigene Probleme.
Ja, natürlich, da trifft er mich noch mit seinem Fingernagel. Na, brennst du? Toll. Tja, gut. Das lief doch besser als erwartet, auch wenn ich jetzt gerade überhaupt nicht vorhatte, das zu machen. Gefahr gebannt. Und sogar ein Händler. Willst du etwas kaufen oder dich nur umsehen? Vielleicht. Zeig mal, was du anzubieten hast. So. Jetzt erstmal hier ein bisschen loswerden. Was hast du denn für mich? So. Ich bin in Versuchung geraten, dieses ganze Pulver hier zu kaufen, ne? Bernsteinstaub. Wisst ihr was? Wir haben so viel Geld. So. Ich habe jetzt die komplette Palette an Pulver gekauft. Das war wahrscheinlich das Dämlichste, was ich hätte machen können. Ich habe es trotzdem gemacht. Bis dann. Und ich habe es trotzdem gemacht. Hat es was gebracht? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Es war für Rüstung. Ich hasse sowas. Ist das euer Ernst? Kleinkinder stochern in brennenden Leichenhaufen rum. Dazu fällt mir ja nichts mehr ein. So. Nun zu dir. Hannuts Kreuzmanns Tagebuch. Kulik Kulikov und seine Männer sind damit beschäftigt, die Jagd vorzubereiten. Und so habe ich einige Augenblicke, die ganze unglaubliche Geschichte niederzuschreiben. Vor einer Woche kam ich nach langer Reise daheim in Ochsenfurt an und fand einen Brief meines Anwalts vor. Meine Tante Helena war endgültig im Jenseits und hatte mir all ihren Besitz hinterlassen. So auch ihre Hütte in der Nähe von Novigrad. Der Brief enthielt eine Kopie ihres Testaments und den Schlüssel zu einer Truhe, in der sie ihre Ersparnisse verstaut hatte. Ich erinnerte mich daran, wie meine liebe Tante ihren Gästen immer nur Wasser und Brot vorgesetzt hatte und war daher sicher, dass sie in ihrem langen und von Geiz geprägten Leben eine gute Stange Geld angespart haben würde. So eilte ich wie der Blitz zur Hütte meiner Tante, um ihr meinen Respekt an ihrem Grab zu erweisen und natürlich um einen Blick in die Truhe zu werfen. Doch als ich dort angekommen war, fand ich die Hütte in Trümmern vor. Die Nachbarn behaupteten, ein Greif habe sich in den Ländereien meiner Tante niedergelassen. Da stand ich nun, ein Vermögen direkt vor meiner Nase, doch keine Möglichkeit, es zu bekommen. Daher eilte ich zurück nach Ochsenfurt, um dort zur Taverne zur Alchemie, so schnell mich meine Füße trugen. Denn ich hatte gehört, dass der berühmte Kulik Kulikov und seine Leute nach ihrem jüngsten Abenteuer dort ihre Pferde tränken würden. Wir wurden uns schnell einig, er sollte einen Teil dessen bekommen, was wir in der Kiste finden, und zogen los, um diese verdammte Plage auszulöschen. Nun sitze ich hier und sehe zu, wie Kulikovs Männer eine Balliste laden. Ich schreibe all dies nieder, um meine Nerven zu beruhigen und die Zeit zu vertreiben. Der Spaß kann jeden Moment losgehen. Ich würde fahren, das hat nicht so ganz hingehauen, was die da machen wollten. Es hat nicht so ganz geklappt, was die da wollen. Die haben ja volle Kanne daneben geklatscht.